Wir haben unverändert kumuliert 39 Infektionen in Cottbus mit Covid-19. Wir haben als genesen eingestuft aktuell 29 Personen, insgesamt 44 stehen unter häuslicher Quarantäne. Weiterhin werden 3 Patienten im Karl-Thiem-Klinikum stationär betreut, darunter ein Patient auf der Intensivstation. Wir haben aktuell 343 Kinder insgesamt in der Notbetreuung. Das sind 333 im Bereich Kita und Hort, was einer Quote von 4,7% entspricht, circa. Und 10 in dem Bereich Tagespflege. Dort liegt die Quote bei etwas über 4,8%. Also alles in dem Bereich, wo wir es brauchen. Eine kleine Mitteilung noch, die durchaus auch Eltern von Schulanfängern und Schulabgängern interessieren sollte. Es können aufgrund der Pandemie derzeit im Gesundheitsamt keine Schuleingangs- und Schulabgangsuntersuchungen durchgeführt werden. Das ist speziell im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Das ist jetzt keine Neuigkeit, das ist schon seit längerem so, ist aber auch bis auf Weiteres so, wird es so sein, weil wir das Personal an anderer Stelle im Einsatz haben. Wir hatten auch gestern wieder einige Kontrollen im Stadtgebiet. Dabei zeigt sich, dass das durchaus sonnige, vielleicht auch nicht gar so warme Wetter wieder vermehrt Familien und auch Gruppen an die Seen zieht und in die Parkanlagen. Dabei wird zwar meist grundsätzlich auf den Abstand geachtet, aber es ballen sich dann doch Gruppierungen von 30 bis fast 40 Personen, die da zeitgleich anwesend sind. Das geht so nicht, muss man nochmal deutlich sagen. Bislang hat es gereicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Kontrollgruppen des Ordnungsamtes dort klärende Gespräche geführt haben, sich dann die Gruppen auch zerstreut haben. Ein ähnliches Bild gibt es vermehrt im Schillerpark, wo ja relativ viele Bänke stehen, die zum Verweilen einladen, aber derzeit eigentlich nicht zum Verweilen gedacht sind. Das muss man nochmal so deutlich sagen. Wir haben ja nochmal ein paar Verhaltensregeln aufgeschrieben, die wir nachher mitteilen, die auch nachlesbar sind dann auf cottbus.de. Wir bitten herzlich darum, keine Gruppen zu bilden. Allein zu zweit oder mit Mitgliedern des Hausstandes kann spazieren gegangen werden, auch Sport getrieben werden, aber bitte nicht in Gruppen. Auch in Parks und Grünanlagen ist der Abstand, der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten zwischen den einzelnen Personen. Auch bei kurzen Erholungspausen und nur dafür sollten Bänke im Moment dienen, sollte der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Also wer mal kurz verschnaufen möchte, kann das tun, aber bitte dann, wer da zu zweit unterwegs ist, mit Abstand. Und was grundsätzlich untersagt ist, ist Picknick oder Grillen. Wir haben bei den Kontrollen am gestrigen Tag gegen 6 Personen in Sandow Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit einleiten müssen. Das ist eine Gruppe, die sich da gern mal zum Alkoholkonsum trifft. Und das geht selbstverständlich nicht. Eine Person wurde zudem mit einem Bußgeld überzogen, weil sie dem Platzverweis nicht nachkommen wollte. Bei dieser Kontrolle musste auch die Polizei hinzugezogen werden. Ein ähnliches Verfahren läuft gegen einen Betreiber eines Bistros in Schmelwitz, der in seinem Imbiss mehrere Gäste bewirtet hat, was eben auch untersagt ist. Gegen einen der Gäste ist ein Bußgeld verhängt worden, da er das Bistro trotz entsprechender Aufforderung nicht verlassen wollte. Das sind zunächst mal die Neuigkeiten, die wir heute haben oder bisher haben. Alles andere wird sich im Laufe des Tages zeigen. Fragen? Um Missverständnisse vorzubeugen, grillen kann ich aber noch auf meinem Grundstück. Im Grundstück kann gegrillt werden, aber nicht in öffentlichen Parkanlagen. Das ist sehr unterschiedlich, habe ich jetzt nicht ganz parat. Das geht bei 100 Euro los und kann bis zu 1000 und mehr gehen. Also für diese, da ist eher im dreistelligen Bereich anzunehmen. Kommt darauf an, ob wir Wiederholungstäter sind oder erstmalige Vorfälle. Das heißt aber auch, dass das gegen den Bistrobetreiber auch, ja. Der generell, kommt das dann nochmal nicht raus, weil es ja eigentlich verboten ist. Es ist verboten, Leute zu bewirten. Er kann sozusagen das, was er produziert, austeilen, zu mitnehmen. Das kann er machen, aber nicht Leute im Raum bewirten. Wie sieht denn jetzt die Arbeit aus? Also heute im Laufe des Nachmittagsabends wird es ja sicherlich dann die Verordnung geben vom Kabinett, sicherlich dann beschlossen. Wird das dann alles noch übers Wochenende in der Verwaltung dann gussreif gemacht, sodass Montag alles gilt, oder wie ist das? So haben wir es vor. Das hängt natürlich ab, wie schnell die Informationen seitens der Landesregierung dann vorliegen, die Regelungen, und inwiefern sie dann noch in die entsprechenden Allgemeinverfügungen zu gießen sind, die wir dann als Kommune zu erlassen haben. Okay.
Das wird dann übers Wochenende passieren, sodass Sie je nach den Regelungen, die das Land trifft, da sind ja auch unterschiedliche Termine im Blick, was teilweise erst ab Mittwoch gelten soll und dergleichen mehr, das haben wir abzuwarten und werden das dann so übers Wochenende versuchen fertig zu bekommen, dass es entweder ab Montag oder ab Mittwoch gilt, je nachdem, wie es vorgegeben ist. Nochmal Stichwort Kontrollen. Man hatte ja gesagt, unter der Woche ist ein bisschen reduzierter alles im Einsatz. Heißt das jetzt am Wochenende wieder volle Power? Das werden wir sehen, auch mal ein bisschen auf den Wetterbericht gucken und wir werden das Notwendige veranlassen, um es mal etwas. Okay. Der regierende Bürgermeister in Berlin hat in Aussicht gestellt, dass der Tierpark uns so wieder öffnen können. Gibt es da in dieser Richtung schon Signale im Cottbus? Das wird eine Regelung sein, die das Land zu treffen hat. Und die werden wir uns anschauen. Ich will da jetzt an der Stelle noch nicht orakeln, was eventuell sein könnte. Es soll ja enge Abstimmung zwischen Berlin und Brandenburg geben. Ob dieser Weg geöffnet wird, werden wir heute Nachmittag sehen oder heute Abend. Insofern ist es jetzt noch zu früh, darüber zu orakeln oder jetzt hier irgendwie persönliche Befindlichkeiten dazu äußern. Wir müssen es abwarten. Aber nehmen wir mal an, Brandenburg würde heute Abend sagen, Tierparks sind okay. Würde die Stadt nicht sagen, ach nee, bei uns haben wir. Wenn das Land Brandenburg es so regelt, dass Tierparks geöffnet werden können, werden wir selbstverständlich den Tierpark öffnen. Aber wir setzen ja insgesamt auf landeseinheitliche Regelungen. Deswegen sind ja auch die engen Abstimmungen zwischen Berlin und Brandenburg gewollt und entsprechend auch angekündigt von dem Ministerpräsidenten und vom regierenden Bürgermeister, um da eben nicht so einen Wildwuchs entstehen zu lassen und letzten Endes auch eine gewisse Unwucht oder eine Unlogik zwischen verschiedenen Entscheidungen. Warum geht das eine dort und das andere dort nicht? Wie ist das begründet? Also und all das sollte ja auch nachvollziehbar sein für die Bürgerinnen und Bürger, damit es da eben, es wird viele Fragen geben, aber da kann man Fragen auch rechtzeitig beantworten. Dann vielen Dank, wenn es keine weiteren Fragen gibt. An der Stelle sehen wir uns entweder Montag wieder oder es kommt kurzfristig noch was, falls übers Wochenende irgendwie sich etwas tut mit den Landesregelungen. Merci.